Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo, das ich ausnahmsweise mal noch während der Tageszeit aufnehme. Meine zwei Vögelchen haben gerade etwas Pause, die hocken da hinten auf dem Baum und putzen sich, deshalb nutze ich die Gelegenheit und versuche das hier runterzureißen, bevor die beiden wieder aktiv werden und mir die Ohren voll blöken. Hi, zweiter Versuch. Meine Vögel waren dann doch etwas zu hyperaktiv, kurz nachdem ich auf Aufnahme gedrückt habe. So, fangen wir mit den Halloween Games an dieses Jahr. Es wird die Fortsetzung zu Bad Dream Coma geben, und zwar Bad Dream Fever. Das startet kurz vor Halloween nach Awakening 5. Und es wird ein zusätzliches Game geben auf einem anderen Slot. Und zwar hatten wir letztes Jahr Haunted Legends, also einen der Haunted Legends Teile. Big Fish hat jetzt allerdings die Lizenz zu einigen dieser Spiele nicht mehr erworben. Das heißt, explizit der Teil vom letzten Jahr sowie einige Teile davor und danach fehlen. Die bekommt man nicht mehr. Ich habe jetzt allerdings den neuesten Haunted Legends Teil und der wird dann zusätzlich kommen. Weihnachten steht ja auch demnächst vor der Tür. Der November kommt, es wird kalt, es wird regnerisch und Weihnachten wird auch nicht gerade weiß werden. Nichtsdestotrotz lassen wir uns davon nicht die Laune verderben. Wir werden trotzdem Weihnachtsspiele spielen, und zwar Macht den Anfang Ende November. Und da muss ich unter einem Anfall von absoluter Selbstgeißelung gelitten haben. Weihnachtswunderland 1. Ihr werdet sehen, wie sehr ich dieses Spiel lieben werde. Und den zweiten Teil habe ich mir natürlich auch gleich gegönnt, ja. Der kommt allerdings nicht sofort im Anschluss, sondern wechselt sich ab mit Christmas Stories Teil 1, der allseits bekannt beliebten Christmas Carol von Charles Dickens, und als weiteren Weihnachtsteil dann Christmas Stories 3, der Zinnsoldat, weil sich der Nussknacker aus irgendeinem Grund nicht hat aufnehmen lassen. Ich habe da nur den halben Bildschirm zur Verfügung und kann auf der rechten Hälfte nicht sehen, was ich mache. Und das, was ihr hier jetzt im Hintergrund seht, das wird das letzte Winterspiel werden. Das wird kurz nach Weihnachten dann starten, ich glaube am 28.12. und wird bis in den Januar hineinreichen. Das wird Redemption Cemetery Bitterer Frost werden. Februar ist der Month of Love und wir werden dementsprechend auch Spiele spielen. Ich habe mir die Love Chronicles ausgesucht, eine etwas ältere Reihe, und wir werden das super tolle, wunderschöne KFC Dating Sim spielen. Und wenn ich unter einem, ja, wieder mal einem Anfall von Selbstgeißelung leide, dann hat er Full Boyfriend, denn das ist ein Dating Sim mit Tauben, in dem es um Liebe geht. Das Ganze ist allerdings komplett auf Englisch, das heißt, ich weiß nicht, was ich damit machen werde, ob ich das später einfach nachvertone auf Deutsch oder im Spiel on the fly übersetze oder das Ganze einfach sein lasse. Wir werden sehen. Aktuell laufen ja immer drei Reihen parallel zueinander auf YouTube. Wir haben unter anderem Grim Fassade, Awakening und aktuell Puppet Show. Puppet Show wird uns wahrscheinlich noch das ganze nächste Jahr 2020 begleiten, denn es sind mittlerweile 13 Teile und wir haben gerade einmal den zweiten davon in der Mache, beziehungsweise ich habe ihn schon durch. Er kommt erst noch auf YouTube nach diesem Video. Aber wir werden damit noch eine Weile Freude haben. Mit Grim Fassade hingegen wird es gegen Mitte des Jahres jedoch zu Ende sein. Wir haben die meisten Teile davon bereits gespielt und es fehlen für YouTube nur noch 4 bis 5 Teile. Das Ganze wird also höchstens bis Mitte des Jahres ausreichen. August ist wahrscheinlich der letzte Monat für Grim Fassade. Und dafür habe ich aber auch schon eine Nachfolge ausgesucht. Wir werden mit den Dark Tales weitermachen. Das ist die Reihe um die Edgar Allan Poe Romane und Gedichte. Allerdings in einer sehr abgewandelten Form. Aber nichtsdestotrotz ist die Reihe bislang ganz gut, abgesehen von den letzten beiden Teilen, die ich jetzt gespielt habe. Die waren jetzt nicht ganz so prickelnd, aber auch die werden wir uns nichtsdestotrotz vornehmen.
Mit Awakening hingegen sind wir höchstwahrscheinlich im März fertig. Es fehlen nur noch zwei Teile. Und wenn ich im Februar einmal aussetze, das heißt, im März kommt wahrscheinlich der letzte, der siebte Awakening-Teil, der schwarze Baum. Und danach ist die Reihe beendet. Was wir danach spielen, habe ich noch nicht festgelegt, denn das dürft ihr entscheiden. Es wird einen Poll zum Voten auf Twitter geben und unter den Videos. Während des kompletten letzten Awakening-Spiels wird unter jedem Video, unter jeder Video-Info der Link zum Voten sein. Ihr werdet 3 bis 4 Spiele zur Auswahl bekommen und das mit den meisten Stimmen entscheidet dann den Nachfolger. Früher hatten wir immer mal wieder ein paar Einzelgames. Und ich vermisse das auch so ein bisschen, die so zwischendurch einfach mal reinzuwerfen. Ich mag die Reihen, die wir momentan verfolgen auf dem Kanal, aber ab und zu ein bisschen mehr Abwechslung ist auch nicht schlecht. Und genau deshalb wird auch immer mal wieder ein neues einzelnes Spiel zwischendurch kommen und eventuell einen zusätzlichen Zeitslot belegen oder aber anstelle des regulären Programmes kommen. Da die Grimm-Fassad-Teile alle nicht zusammengehören, bietet es sich an, da mal was dazwischen zu schieben. Außerdem wird es wieder ein paar Serenity Tested geben, die Folgen, die dann jeweils circa 1 Stunde lang sind und das Stück vom Game zeigen, das wir bis dahin geschafft haben. Denn das bringt wieder mal etwas mehr Abwechslung auch für mich beim Aufnehmen, statt immer nur Wimmelbildspiele. Wir haben circa Mitte des Jahres begonnen zu livestreamen, beziehungsweise ich habe begonnen zu livestreamen und dann wieder sehr abrupt abbrechen müssen. Ja, meine Arbeitszeiten haben sich da etwas geändert in dieser Hinsicht. Ich habe nicht mehr regelmäßig jeden Mittwoch frei. Ab und zu bin ich da dann doch auf der Arbeit und deshalb habe ich das mit den Streams dann erstmal sein lassen. Ich habe aber wieder vor anzufangen und zwar nicht nur einmal in der Woche zu streamen, sondern so wie es mir eventuell auch reinläuft, donnerstags und zwar für 1 Stunde und zwar höchstwahrscheinlich zwischen 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Eventuell auch mal am Wochenende, dafür kann ich aber bislang keine Garantie geben. Ich werde mir jedoch Mühe geben, alles rechtzeitig anzukündigen, damit wir auch mal wieder live miteinander reden können. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Serenity.